Es scheint sich bei der Anerkennung von Minderheiten in der EU um eine Einbahnstraße zu handeln, so als ob man sagen würde, wir erzählen dir, wie du sein musst und dann akzeptieren wir dich so, wie du geworden bist. Was unternimmt die EU gegen diesen Zustand? Grundsätzlich einmal nichts. Für ein gemeinschaftsrechtliches Instrument der Minderheiten, des Minderheitenschutzes, fehlt der EU bis heute die vertragliche Grundlage. Das ist einmal eine grundsätzliche Schande, dass es das bis heute so ist. Seit 1991 haben weltweit 53 Unabhängigkeitsreferenden von substaatlichen Einheiten stattgefunden. Von diesen 53 seit 1991 abgehaltenen Referenden über die Souveränität eines Gebietes sind 26 ohne Zustimmung des Nationalstaates erfolgt, 27 mit deren Einverständnis. Es gibt kein international rechtliches Verbot für Völker und Regionalgemeinschaften, ohne Staat Volksabstimmungen über die Eigenstaatlichkeit abzuhalten. Das EU-Recht verbietet nicht die Abhaltung von Unabhängigkeitsreferenden, Völkerrecht und Staatenpraxis der EU-Mitglieder mit Anerkennung der meisten neuen Staaten, auch durch Spanien, weisen in Richtung Zulassung von Selbstbestimmungsprozessen. Der Rechtsstaat kann die demokratische Legitimation nicht permanent übertrumpfen. Demokratisch legitime Anliegen einfach auf Dauer als verfassungswidrig abzutun, wird den Konflikt anheizen, aber nicht beheben. Und man bedenke mit dem Argument, das Vorgehen Kataloniens widerspreche der spanischen Verfassung, dem entgegne ich, auch totalitäre Systeme hatten Verfassungen. Auch das Argument ist demnach widrig. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute, liebe Tiroler, als Viktor Orban vor 2 Jahren seine Heimat Ungarn vor der ungezügelten, rechtswidrigen Zuwanderung in sein Land Schutz gab, kam von der EU nur Spott, Hohn, Häme und herbe Kritik. Als vor einer Woche in Katalonien friedliche Menschen das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Selbstbestimmung wahrnehmen wollten, hat die konservative Partei Spaniens Auftrag erteilt, wie einstens General Franco mit wüsten militären Polizeimethoden in Katalonien vorzugehen. Über 900 Menschen wurden teils schwer verletzt und hier, was passiert in Europa? Kein Protest der EU. Man sagt, es sei ja nur eine nationalstaatliche Angelegenheit. Während die EU selbst bei demokratischen Wahlen versucht, Einfluss zu nehmen, siehe Österreich, wie es war damals, als die Freiheitliche Partei mit der ÖVP in eine Koalition gegangen sind, da hat es Sanktionen gegeben, da kamen 7 Waisen. Und heute kümmert man sich um die Farbe der Pommes frites und der Schnitzel, aber bei Minderheitenproblemen sagt man, es sei eine nationalstaatliche Angelegenheit. Was wird nun, wenn das alles national zu regeln ist? Im Veneto, in Schottland, in Irland, in Belgien mit den Flammen. Was passiert denn in Belgien oder in Südtirol? Soll dieses Vorgehen in Spanien der Freibrief sein für ein solches weiteres totalitäres Vorgehen? Ich bin der Meinung, wenn das der Startschuss für alle Minderheitenprobleme in Europa waren, dann ist das eine Schande, die sofort abgestellt gehört. Ich bin entsetzt, dass sich keine einzige konservative Partei in Europa von diesen Vorgängen in Spanien distanziert hat. Auch die Österreichische Volkspartei hat sich nicht distanziert. Madrid ist wie eine unterdrückende Besatzungsmacht aufgetreten. Und ich habe noch in Erinnerung die Erzählungen der Südtiroler und der Tiroler Freiheitskämpfer, wie die Staatsmacht Italien damals in den 60er und Anfang der 70er Jahre auch hier in Südtirol aufgetreten ist. Die Vergleiche haben immer noch die Menschen im Gedächtnis. Die liberale lettische Tageszeitung Diena in Riga schreibt, ich zitiere,
der 1. Oktober erwies sich als einer der dunkelsten Tage in Spaniens jüngster Geschichte. Polizisten benutzten Schlagstöcke und Gummigeschosse, um die Bürger Kataloniens zu vertreiben, die zu den Wahllokalen gekommen waren. In Fernsehsendungen war zu sehen, wie die Gesetzeshüter auf dem Boden sitzende Menschen schlugen und eine Frau an ihren Haaren hinter sich herzog. Die sozialistische bulgarische Oppositionszeitung Duma in Sofia schreibt: Beim Referendum in Katalonien gibt es sowohl Argumente für als auch gegen eine Unabhängigkeit. Keinen Zweifel gibt es aber über das ungebührliche Schweigen Europas. Erst gestern, als die Dinge wie Bürgerkrieg aussahen, entschied die EU-Kommission, eine Stellungnahme zu verbreiten. Darin verkündete sie, dass die Spannung zwischen Barcelona und Madrid ein innerpolitisches Problem sei. Mit ihrer Tatenlosigkeit und Distanz legt die EU-Kommission allerdings Minen, nicht nur in Spanien, sondern in der gesamten EU. Deswegen ist Katalonien für die EU ein viel größeres Problem als zum Beispiel der Brexit und ist überhaupt kein innenpolitisches Problem Spaniens, sondern ein Problem für ganz Europa. Wie wahr? Der eigentliche Skandal ist ja, dass in der Europäischen Union kein rechtlich verankerter Minderheitenschutz existiert. Das wird auf die Nationalstaaten abgewälzt, so wie der in den faschistischen Relikten nach wie vor existierende italienische Faschismus. Wir haben damals als Freiheitliche zu den faschistischen Relikten in Südtirol eine EU-weite Anfrage gemacht, wie sich denn das überhaupt anlässt in Europa, der Wertegemeinschaft, dass in Italien immer noch faschistische Relikte existieren können. Das wäre ja so, als wären in Österreich es möglich, dass Adolf-Hitler-Bilder so reihenweise herumstehen würden. Da hat uns die EU beantwortet, das geht uns nichts an, das ist eine innerstaatliche italienische Angelegenheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist wirklich auch einer der nächsten Skandale. Ich befürchte, dass dieses Vorgehen in Katalonien nun ein Freibrief für weitere Schandtaten in der EU sein könnten. So ergibt sich aus der Entwicklung in Katalonien eine neue Situation, zum Beispiel für eine Wiedervereinigung Tirols. 1918 bis 2017, bereits fast 100 Jahre widerrechtlich gegen den Willen des Tiroler Volkes abgetrennt. Betrogen und belogen von der Politik, hingehalten mit leeren Versprechungen, nach 1945 durch ÖVP-Politiker verraten und verkauft. Warum ich das heute sage? Nicht, weil in Österreich Wahlen sind. Ich sage das heute deshalb, weil ein Buch von Dr. Helmut Golovic heute beweist, dass die Südtiroler durch die Politik der ÖVP verraten und verkauft wurde, mit Dokumenten belegt. Und wir werden das noch in den nächsten Wochen und Monaten auch über ganz Österreich herantragen. Und ich habe bereits einen Antrag eingebracht zur Erstellung einer Historikerkommission, die sich um dieses Kapitel des Verrats an Südtirols Interessen beschäftigen muss. Denn so kann es nicht sein, dass durch Verrat der ÖVP-Politik Südtirol bis heute vom Vaterland Tirol getrennt ist. Wir hatten 1972 das Autonomiepaket und 1992 die Streitbeilegungserklärung. Aber viele sagten damals, jetzt muss Schluss sein. Das Kapitel Südtirol, das Buch, wird endgültig zugeschlagen. Für uns ist dieses Buch nicht zugeschlagen, denn bei der Streitbeilegungserklärung sind viele Punkte offen geblieben, die nur zu gerne von der heutigen Politik zugedeckt werden sollen. Wir haben damals bei der Abstimmung schon gesagt, die Verankerung des Selbstbestimmungsrechts ist beim Internationalen Gerichtshof nicht gewährleistet. Das heißt, Südtirol ist
der Politik Italiens auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Das ist auch der Grund, warum bis heute es zu keinem Weg zum Internationalen Gerichtshof gekommen ist, weil sich niemand hingehen traut, weil das Folgewirkung hätte, wenn man hingeht und dann dort reihenweise verlieren würde. Das ist auch der Grund, warum 27 Klagen beim italienischen Verfassungsgerichtshof liegen, weil man dort um die Rechte Südtirols kämpfen muss, weil es die eigene Autonomie und das Streitbeilegung nämlich nicht gewährleistet. Immer mehr Italiener behaupten nämlich, nach 100 Jahren der Zugehörigkeit zu Italien seien die Südtiroler ja ohnehin schon Italiener und könnten doch gar keine separatistischen Forderungen als Italiener mehr stellen. Nun, immerhin gibt es Gott sei Dank so etwas wie den abgehaltenen Südtirol-Konvent, der sich mit den Zukunftsfragen auseinandersetzen sollte. Und das stimmt mich als österreichischen Politiker hoffnungsfroh. Es gab Vorschläge zur Überarbeitung des Autonomiestatuts. Ein Forum der 100 wurde eingesetzt und das Ziel sollte sein, die Reform des Autonomiestatuts, die auf einer breiten demokratischen Basis stehen soll, dass die Bürgerinnen und Bürger auch tatsächlich mittragen können. Und siehe da, die Arbeitsgemeinschaft spricht sich im Konsens für die Einrichtung einer ständigen bilateralen Kommission zwischen Italien und Österreich aus. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Das ist die Forderung des Autonomiekonvents. Als vor 2 Jahren ich diesen Antrag im Parlament eingebracht habe, weil die Kommunikation zwischen Innsbruck, Wien nicht funktioniert hat zum Thema Südtirol, weil die Kommunikation zwischen Innsbruck und Bozen schon lange nicht mehr funktioniert und weil die Kommunikation zum Regionalrat nicht mehr funktioniert, hat die ÖVP und die SPÖ mit den Grünen diesen Antrag abgelehnt, gegen offenkundig den Willen des Südtiroler Volkes, sonst hätte es im Autonomiekonvent diese Forderung nicht erheben können. Wir werden aber weiterhin diese Forderungen aufrechterhalten und sollten die Wahlen am 15. Oktober so ausgehen, wie wir uns das erhoffen, werden wir diese Kommunikation wieder einführen. Das kann ich Ihnen garantieren. Der Autonomiekonvent hat sich natürlich auch mit der Frage einer doppelten Staatsbürgerschaft auseinandergesetzt. Eine doppelte Staatsbürgerschaft, ein zusätzlicher Individualschutz steht da drinnen. Für die österreichische Minderheit sollte es in Italien darstellen und Österreich ermächtigen würde, diplomatischen Schutz gegenüber seinen Staatsbürgern in Italien auszuüben. Ich habe da eine kleine Anmerkung. Ich würde nicht von einer österreichischen Minderheit, sondern von einer deutschen Minderheit sprechen, weil das Völkerrecht nämlich sagt, dass die Staatsbürgerschaft dahingehend auszulegen ist, deren Muttersprache man spricht. Und die Muttersprache ist Gott sei Dank mehrheitlich hier noch Deutsch. Und deshalb ist es für mich die deutsche Minderheit in Südtirol. Aber ich möchte auch über den Individualschutz, den der Autonomiekonvent hier gesagt hat, noch einen Schritt weitergehen. Wir haben uns nämlich als einzige Partei im österreichischen Parlament dafür eingesetzt, dass offensiv diese österreichische Staatsbürgerschaft südlich des Brenners auch tatsächlich eingeführt wird. Und wir sind die Einzigen, die auf 2 Ebenen dieses Ziel auch verfolgen. Das erste Ziel, das wir verfolgt haben, ist der rechtliche Aspekt. Wir haben 5 Südtiroler gefunden, ehrenwerte Bürgerinnen und Bürger, die den Rechtsweg bestreiten, auf dem Rechtsweg ihre Staatsbürgerschaft zu erhalten. Die Freiheitliche Partei hat diese Menschen rechtsfreundlich vertreten lassen und wir sind hier auf einem guten Weg, wie es scheint, dass wir dieses Ziel auf rechtlicher Ebene sogar auch erreichen können, nicht nur auf der politischen Ebene. Das heißt, auf dem politischen Weg, das ist der zweite Weg, werden selbstverständlich die Karten nach dem 15. Oktober neu gemischt. Sollte die Freiheitliche Partei, und das sieht sehr, sehr gut aus, ab dem 16. Oktober in Regierungsverhandlungen kommen, dann wird in einem Regierungsübereinkommen die doppelte Staatsbürgerschaft
trennend sein müssen und von einem künftigen Regierungspartner anerkannt werden müssen, ansonsten es zu keiner Regierungsübereinkommen kommt. Dann könnte es, und deshalb gehe ich hier um einen Schritt weiter vom Individualschutz, dann könnte es nämlich sein, dass erstmalig seit 1920 nach Reut Nicolussi wieder ein Südtiroler die Interessen im österreichischen Parlament vertreten kann, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist das Entscheidende. Dahin müssen wir kämpfen. Ein Südtiroler muss wieder in das österreichische Parlament einkehren. Und das kann er nur erreichen mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Und wenn jetzt, wie ich höre, seit Monaten in Südtirol offenbar aus purer Angst die Südtiroler Volkspartei herumgeht und bei jeder Veranstaltung den Menschen weismachen will, dass wir als Freiheitliche die Ersten sein werden, die hier bei einer Regierungskoalition umfallen würden, dann kann ich Ihnen nur zurufen, Herr Kompatscher und Herr Achammer, Sie erzählen den Menschen Lügen. Das sind reine Lügen und Angst und Panikmache. Es ist einfach unwahr, was Sie hier behaupten. Ich habe gestern mit unserem Bundesparteiobmann Strache und mit unserem dritten Nationalratspräsidenten Hofer noch einmal ein Gespräch geführt. Natürlich ist und bleibt die Forderung der doppelten Staatsbürgerschaft für uns ein Koalitionsgesprächspunkt. Das muss kommen, ansonsten gibt es keine Koalition. Dann hat sich der Südtirol-Konvent auch noch mit der Schutzmachtverankerung befasst. Und da gibt es ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte der letzten 10 Jahre. Und ich darf euch kurz berichten. Viele von euch werden sich noch daran erinnern, als Andreas Kohl gesagt hat, damals Nationalratspräsident, es muss gelingen, die Schutzmachtfunktion gegenüber Südtirol in der österreichischen Verfassung zu verankern. Gibt sicherlich viele, die hier sind, die das noch wissen. Daraufhin hat man gesagt von der Südtiroler Volkspartei, ja, das ist eine gute Idee, dann ist das endlich abgesichert. Denn derzeit ist es so, dass die Schutzmacht ausgeübt werden kann, aber nicht zwingend verpflichtend angewendet werden muss. Und die Schutzmacht ist in den letzten 20 Jahren nie angewendet worden, obwohl 27 Verfahren des Einbruchs des Autonomiestatuts vor dem Verfassungsgerichtshof in Rom behandelt werden müssen. Hier hätte schon längst die Schutzmacht Österreich eingreifen müssen. Nachdem das eine Kannbestimmung ist, müssen sie es eben nicht. Und Dr. Kohl hat den Menschen dann weismachen wollen, weil er, der gute Tiroler, jetzt da ist und das umsetzen will, jetzt wird das gelingen. Was hat er gemacht? Er hat sämtliche Bürgermeister aus Südtirol, Landtagsabgeordnete, Landtagspräsidenten, Landeshauptmann Thurnwalder, sämtliche Vertreter des Tiroler Landtages und sämtliche Kammerpräsidenten unterschreiben lassen, dass sie diese Verankerung wollen. Daraufhin ist das mit dieser Unterstützung, wo Schützen nach Wien gefahren sind, um diese Petition zu überreichen an Kohl. Nach Wien gefahren, haben das überreicht und Kohl hat das auf den parlamentarischen Weg gebracht. Die FPÖ war sofort dafür, die SPÖ nach ein bisschen Diskussion auch dafür. Das heißt, man hat eine 80-prozentige Mehrheit im Wiener Parlament gehabt. Dann ist das beschlossen worden und jetzt stellt sich vor, was passiert ist. Aber nie umgesetzt worden. Und vor einem Jahr haben wir eine Senioren-Enquete gehabt und im Parlament ist der Herr Präsident Karl Blecher gestanden und neben ihm der Andreas Kohl. Und ich bin auf die beiden zugegangen und der Karl Blecher hat zum Kohl gesagt, oh, da kommt der Werner Neubauer, das ist einer, der die gar nicht macht, lieber Andreas. Der paniert die überher über die Medien. Und dann bin ich hingegangen, habe beide begrüßt und dann hat der Herr Kohl gesagt, ach so, schlimm ist er gar nicht, der Herr Neubauer, der setzt sich halt mit sehr viel Herzblut für die Tiroler Anliegen ein.
Dann habe ich ihm gesagt, naja, was ist denn mit den Tiroler Anliegen gewesen, Herr Dr. Kohl? Warum haben Sie denn diese Verfassungsfrage nicht geklärt, obwohl ein großer Mehrheit des österreichischen Parlaments dafür gestimmt hat? Wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Das glaubt ihr jetzt nicht. Vor Zeugen, vor Karl Blecher und anderen Zeugen. Herr Neubauer, Sie sind doch schon so lange in der Politik, Sie sind doch ein alter Hase, Sie wissen doch, wie das rennt. Das war für mich nur ein Hetz. Das war ein Hetz. Die Tiroler Anliegen aller Bürgermeister, aller Gemeinden, aller Bürgermeister des Bundeslandes Tirols verraten und verkauft. Es war ein Hetz, weil Wahlen gewesen sind und da hat man Stimmen braucht aus dem patriotischen Lager. So geht man mit den Menschen dieses Landes nicht um, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir werden wieder eine Kultur in diese Politik bringen. Die Freiheitliche Partei bekennt sich zum Selbstbestimmungsrecht der Völker. Die Freiheitliche Partei bekennt sich zum Selbstbestimmungsrecht Südtirols. In welcher Art und Weise und in welcher Form auch immer es zustande kommen mag. Wir vertreten die Position des österreichischen Außenministers nicht, der da sagt, das Selbstbestimmungsrecht sei durch die gelebte und zuerkannte Autonomie bereits erfüllt. So steht es im außenpolitischen Bericht der Republik Österreich. Südtirol braucht kein Selbstbestimmungsrecht, es hat es bereits. Haben Sie schon einen Unfug schon jemals gehört? Ich nicht. Ich weiß keine einzige Befragung, bei der das Südtiroler Volk gefragt worden wäre, was die Zukunft des Landes sein soll. Sind Sie schon einmal gefragt worden, ob Sie frei sein wollen? Ob sie einen Freistaat wollen, ob sie zurück nach Österreich wollen oder wie auch immer die Zukunft aussehen will. Niemand ist jemals gefragt worden. Aber es steht im außenpolitischen Bericht des Außenministers von Österreich, des Spitzenkandidaten Kurz. Und auch das haben wir verurteilt. Wir haben diesen außenpolitischen Bericht des Herrn Kurz nicht zugestimmt, weil wir diese Geschichtslüge einfach nicht tolerieren können. Vielmehr lehnen wir uns an der Haltung eines noch geradlinigen ÖVP-Politikers an, des Herrn Dr. Professor Felix Ermacora, der gesagt hat, und ich zitiere, kein Staat der Erde kann auf die Dauer einem Volk die Selbstbestimmung vorenthalten, auch Italien den Südtirolern nicht, aber wollen und fordern muss man sie natürlich schon. Österreich bzw. die Freiheitliche Partei kann Südtirol auf diesem Weg lediglich begleiten. Den ersten Schritt dazu setzen müssen die Südtiroler selbst und daran gilt es nun wirklich hart zu arbeiten. Packen wir es gemeinsam an, der Reden sind genug gehalten. Brecht sagte einmal, wer kämpft, der kann verlieren, wer nicht kämpft, der hat schon verloren. 100 Jahre Tiroler Freiheitskampf ums Überleben hat mir gezeigt, dass die Tiroler und Tirolerinnen aus einem harten Holz geschnitzt sind. Ziehen wir gemeinsam an einem Strang und in dieselbe Richtung, lassen wir dabei die Kleinkrämerei, ideologisches Parteiengeplänkel, halten wir in Treue fest, auch im Südtiroler Schützenbund. Es geht nämlich um viel Größeres. Es geht um die Zukunft unserer Heimat. Es geht um Tirol, um die Wiedervereinigung Tirols, um ein Tirol von Salurn bis Kufstein. Es lebe Tirol, herzlichen Dank. Applaus